Freunde, wir sind zurück bei Supply or Die in GTA. Der Modus, wo es darum geht, die Sachen, die Wölfchen, haben wir möglichst schnell in der Lobby zu besorgen. Wir haben hier auch mal wieder mehrere Teams am Start. Wir haben hier Securo Surf am Start. Wir haben hier die Militärischen unterwegs. Also hier, die haben hier wirklich krassen Söldner-Outfits. Wir haben hier so ein bisschen das Paramilitär. Und hier haben wir noch ein paar Leute, die sind etwas entspannter gekleidet. Und da kommt noch jemand angerannt. Hallo, wohin rennt sie? Wohin rennt sie? Ich glaube, da ist noch jemand, will sich hier noch dem Paramilitär anschließen. Genau. Und wir haben Wölfchen natürlich am Start, der hier oben wieder auf seinem Partybus thront und diverse Sachen geliefert bekommen möchte. Und wir machen uns bereit für eine Runde Supply or Die. Das hier ist nochmal der Trailer. GTA Online Supply or Die. Unser Wolf sucht bestimmte Gegenstände und wer kann sie ihm am schnellsten liefern? Die Lobby wird in Teams eingeteilt und alle treffen sich am Maze Bank Tower. Nachdem der Gegenstand bekannt gegeben wurde, muss jedes Team versuchen, diesen Gegenstand am schnellsten zu besorgen. Das kann ein Fahrzeug, eine Waffe, ein Outfit oder auch alles andere sein. Dieser Gegenstand muss zum Wolf gebracht werden, um einen Punkt zu erzielen. Aber Achtung, ihr dürft andere Teams von ihrem Ziel abhalten. Einzige Regel, die erste Minute ist Safe Time und die zweite, es darf nichts verwendet werden, was explodiert. Sei mit dabei, wenn wir das nächste Mal spielen. GTA Online, Supply or Die. So sieht's aus. So sieht's aus. Wir wollen reingehen in Supply or Die. Mein Team ist auf jeden Fall ready. Schusswaffen sind eine Minute verboten. Wölfchen, bereit, wenn du es bist. Wie kann man diesen Partybus bekommen? Kann mir das jemand sagen? Kannst du einfach kaufen. Den kannst du einfach kaufen. So, gleich ploppt hier über dem Minimap entsprechend das erste Objekt auf. Es könnte alles Mögliche sein. Mein Terabyte in Palito Bay beim Tuner. Okay, 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 let's go. Wir müssen uns als allererstes jetzt mal ein Fahrzeug besorgen und irgendwie nach Palito Bay kommen. Wer kommt als Schnito Bay und kann entsprechend den Terabyte von Wölfchen besorgen. Meine Karre ist da, wunderbar. Und dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch ein Flugobjekt. Ich fordere direkt mal an. Oh, die haben schon eine Heli, das ist schlau. Das ist schlau. Das ist natürlich smart. Ich besorge mir ein Flugzeug. Hydra. Spawn. Okay, Spawn ist da. Da setze ich mich da rein und fliege hoch. Wir können natürlich, ist es schlau und so würde ich es auch meinem Team empfehlen. Lass uns aufteilen. Zwei Leute bleiben am Abgabepunkt und probieren den Terabyte abzufangen. Zwei gehen aktiv hin. Also ich würde aktiv hingehen. Ich weiß nicht, bei mir im CEO Steven, du kommst mit. Und Nightlos und Bronski, ihr bleibt ein bisschen defensiv und probiert den abzufangen auf dem Weg, okay? Wir müssen den Terabyte von Wölfchen bekommen. Man hat natürlich einen Vorteil, wenn man möglichst als erstes den auch erreicht, weil man dann erstmal drin sitzt, dann müssen die anderen einen erstmal da rausbekommen. Wir probieren's. Ne? Wir geben unser Bestes. Leon, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. So, let's go, let's go, let's go. Wir müssen hier zu unserer Hydra, um dann möglichst flottikowski erstmal am Start zu sein. Es darf jetzt geschossen werden, okay. Aber anscheinend keine Raketen bislang, okay. Also es darf nur geschossen werden mit Dings. Die Kanone von der Hydra ist auch ein Spreng-MG, möchte ich anmerken. Dementsprechend auch verboten. So, und die Hydra als schnellster Jet im Spiel, den schnappen wir uns direkt mal und ballern nach Norden. Was natürlich ein bisschen, ja, die natürlich einen CEO-Helikopter gespawnt haben, sind selbstverständlich ein bisschen flotter jetzt schon unterwegs. Ich hoffe, dass ich das einholen kann, die Zeit. Da der Jet natürlich dann doch deutlich schneller ist als der Helikopter. Wenn der Terabyte zerstört wird, hat keiner gewonnen. Okay, okay, okay. Also keine Explo-Waffen, Freunde. Aber ist ja sowieso verboten. Passt also auf was und wen ihr schießt. Okay, 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 let's go. Müssen wir jetzt erstmal flott nach Norden kommen. Ich weiß nicht, wo ist mein CEO hin? Haben uns irgendwie alle aufgeteilt. Keine Ahnung, ob das smart oder dumm war. Ich bin auf jeden Fall schneller als die Mach 2, die hier parallel zu mir fliegt. Das will ich aber auch hoffen. Ich glaube, ich brauche gar nicht nach Palito Bay ansteuern. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, direkt links zu fliegen. Ich glaube, ich will direkt links, um dann rauszugehen, den rauszuschießen und dann... jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Freunde. Die ersten Kills. Das sieht aber auch immer wieder schön aus hier, oder? Mit so einem Jet hier lang zu ballern. Das in GTA 6 machen wir wieder. Oh, der war wunderbar. So, jetzt müssen wir einfach einen Terabyte erstmal finden. Wo ist er? Ah, die fahren, glaube ich, oben rum. Ah, oder... Ah, doch, er wurde gefunden. Ich glaube, das ist der da oben. Oh, smart. Er hat wenigstens MGs, normale. Ja, die kann er benutzen. So. Okay, sein hat das Ding schon. So. Oh, spawn. Spawn! Eigentlich perfekter Ort gespawnt. Direkt mal ein Auto organisieren und schauen, wann er kommt. Ist hinter mir einer? Ne, das ist auch mein Kollege. Okay, perfekt. Steven, das ist optimal. Müssen jetzt noch schauen, wann kommt der Terabyte. Können wir ihm einen schönen Empfang bereiten. Bisschen auf die Helis aufpassen. Wo ist der Terabyte? Digga, er hat uns komplett geflaxt. Ich warte hier richtig unnötig.
Dabei ist er einfach eine ganz andere Route gefahren. Oh, verdammt. YouTube Tropical, was geht mal besser? Schön, dass du dabei bist. Er hat uns einfach komplett geflaxt. Boah, wem ist die? Kann ich damit fliegen? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Er hat uns einfach komplett geflaxt. Okay, dann fährt er hier lang irgendwie. Das heißt, wir müssen einfach schnellstmöglich in die Stadt kommen. Auf irgendeinem Weg. Auf irgendeinem Weg möglichst einfach schnell nach Süden. Komm, gib Gas, mein Junge, gib Gas. Wir bleiben aber auf der Highway. Ich glaube, das ist schneller, als wenn wir über Land fahren. Weil hier einfach, weißt du, weniger Kurven und Sachen sind, wo man Unfälle bauen kann. Elias, Grüße gehen raus. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wir könnten höchstens in der Millibase uns auf dem Weg noch Jets besorgen. Damit wir damit vielleicht ein Stückchen flotter sind. Hendrik, was geht? Damit wir damit hoffentlich ein Stückchen flotter unterwegs sind. Die Folge kommt auf YouTube, ja, ich denke schon. Also, wenn es spannend bleibt oder beziehungsweise spannend wird, dann ist safe. Warum ist das Stream Hochformat? Ich streame schon seit Wochen, fast Monaten, glaube ich, auf YouTube Hochformat. Im Querformat, Skillerboy, gern rüber auf Twitch. Da streamen wir im Querformat. Was geht? The Honored One. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie steht's dir? Okay, so, guck mal, der ist so weit weg gerade, der Terabyte, dass er mir schon gar nicht mehr auf der Minimap angezeigt wird. Da waren die, die direkt in Heli sind, glaube ich, doch am schnellsten. Wir müssen aber hier mehr rüberkommen. Wir müssen mehr hier rüber zurück. Es war ja richtig sinnlos, gerade in den Norden zu fahren. Beziehungsweise einen Kill haben wir gemacht. Aber bringt uns jetzt auch nichts. Hat uns jetzt auch nicht vorangebracht. Kann ich hier... Oh, Motorrad wäre geil gewesen, weil da hätte ich EMP-Launcher beim Fahren benutzen können. Vielleicht müssen wir nächste Runde mal auf den... Oh ja, Steven, fightet. Sehr gut. Steven ist bei mir im CO. Sie ist positiv. Ich habe dich erst erschossen, bevor ich dich überfahren habe. So, also langsam kommen wir auch wieder in die Nähe von der Action. Sehr gut. Guck mal oben, da siehst du nur Helikopter in der Luft. Da siehst du die Action in der Luft. Geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe Minen. Sehr schön. Die müssen wir auch nutzen. Terabyte. Ist das der Terabyte hier? Ja, okay, hier ist er, hier ist er. Ich glaube, das ist der. Einfach ablenken und einen anderen Terabyte holen. Ich sehe mich einfach schon... Alter, die meint es aber auch ernst mit drauf schießen. Ihr wisst, wir dürfen den nicht zerstören. Oh, warte mal, mein Team hat ihn gerade. Warum schießt du auf den Terabyte? Du schießt auf dein eigenes... auf dein eigenes Team. Dein eigenes Team, das ist schon echt lost. Digga, was ist bei dir los? Weil er hat eine NPC-Karre. Das heißt auch keine schusslichen Reifen. Heißt, ihn langsam machen ist jetzt nicht so das Problem. Sehr schön. Terabyte ist wieder zurück auf Spur. Perfekt. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, wir holen uns den Punkt. Warte mal, hat der Terabyte irgendwelche Waffen an Bord? Also bringt's was, wenn ich einsteige? Bro, neidlos. Du weißt schon, das ist unser Ei. Ach, du schießt auf Nico. Ich hoffe es doch. Ich hoffe, du schießt nur auf Nico. So, weg mit dem. Jawohl. So, wir haben ihn. Perfekt. Sehr schön. Bronski, ich bleib hinter dir so ein bisschen als Support, als Mental. Ach, keine Explo. Ah, ich wollte gerade schon eine Haftbombe droppen. Aber darf ich ja nicht. Soraya, du hast wirklich ein schönes Auto. Aber, boah, wenn einer einmal im Terabyte drin sitzt, ist halt auch wirklich schwierig, ihn da rauszubekommen, ne? Hörst du auf mein Terabyte zu schießen? Oh, ich bin so tot, Ich bin doch nicht so tot. Ich dachte, er bumst mich jetzt richtig weg. Oh, da waren wir. Ja, wäre auch lost, hätte er das nicht gemacht. Also, das wäre auch lost gewesen. Au, 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 au. So, wo ist der Terabyte? Oh, Janina hat den Terabyte. Jetzt nicht mehr. So, Anton will ihn holen. Ah, Simon, let's go. Oh, shit. Setz dich wieder in Bewegung. Oh, bitte sei offen. Ja. Ach, verdammt. Oh, shit, jetzt habe ich auch noch so viel Sterne und Zeugs hier. Wo ist meine Karre? Oh, Mann, wir haben den so gutes Stück vorangebracht. Ja, nehme ich mit. Hold on. Digga, dann halt nicht. Okay, korrekt. So, let's go. Abflug. Wo ist der? Der steht hier irgendwo, glaube ich. Der muss ja hier, wo alle sind, so sein. Dann lass mich mal hier raus. Dann ist auch safe noch nördlich hier, oder? Nee, der ist südlicher schon. Ich kann kein Auto anfordern. Ich dreh durch. Irgendein Auto, bitte. Ich kann einfach gar kein Fahrzeug anfordern. Oh, danke, Janina, für die Autolieferung. Korrekt. Oh, mach hin. So, jetzt aber. Oh, komm, jetzt Vollgas in die Stadt. Wir müssen diesen Terabyte noch bekommen. Komm. Oh, mein Gott. Da ist er. Sehr gut. Wir sind in der Action, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Simon, du kleiner Assi. Boah, Junge, ist das ein Krampf. Gerade ist hier wirklich ein Krampf. So, Terabyte ist wieder frei. Oh, den müssen wir noch, der Tuning-Dingsbums muss noch weg von da oben. Weil wenn wir einsteigen, hat er uns direkt. Ohne Explo ist es halt auch fies, weil du nicht so um Ecken rumkommst. Geh, ich gebe dir Deckung, nehme mal einer von uns den Terabyte. Ich gebe Deckung, aber ihr müsst da in Terabyte rein. Jawohl, sehr gut. Weiter. Sehr gut. Schön. Okay. Gut. Okay. Michael, was geht mal besser? So, wir sind gerade voll in der Runde Supply or Die. Wir müssen hier gerade, und vor allem im Moment ist eher Die. Wie komme ich in dein Team rein? Schau einfach, in welchem CEO noch Platz ist und schreibt kurz dem CEO-Chef sozusagen, dass er dich kurz reinmachen soll. Und dann kannst du direkt einsteigen. Oh shit. So. Let's go. Oh, ich will so gerne Explo nutzen. Sehr gut, Janina, rausgesprungen. Klasse. Man darf halt kein Explo benutzen, weißt du? Deswegen. Alter, was geht? Okay. War ja mal mies sinnlos. Grün hat gewonnen!
So sieht's nämlich aus. Sehr schön. GG in Chat, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben den Terrible Byte abgeliefert. Aber das war eine heftige Runde. Das war wirklich eine spannende und heftige Runde. Das war wirklich mal eine spannende und heftige Runde. Voller Zweikämpfe und voller Action. Ich weiß nicht, Philipp, schaffen wir noch eine schnelle Runde? Eine schnelle? Schaffen wir das noch oder wird es zu knapp? Sonst mache ich, können wir auch einfach zwischenzeitlich... Nee, schaffen wir nicht. Gut, Wölfchen, der Spielleiter sagt, wird zu knapp zeitlich. Aber wir haben auf jeden Fall nach langer Zeit mal wieder eine Runde Supply or Die gespielt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde. Wie findet ihr den Modus? Ich finde den eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Wir müssen definitiv öfters zocken. Weil es halt ein bisschen Action ist, aber trotzdem Open Lobby. Man kann aber auch einfach zwischendurch dazukommen und so. Ich finde ihn echt, echt geil. Aber wir wollen jetzt um 7 reinstarten in die Call of Duty Beta. Und dementsprechend können wir jetzt nicht so ewig lang, leider. Ich bringe mich einmal um, damit ich Dingsbums habe. Kein Stern mehr. War sehr, 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 sehr geil. Ja, gute Viertelstunde haben wir ja noch, Wölfchen. Viertelstunde würde ich jetzt hier noch machen. Eine Runde GTA. Und noch ein bisschen am Bunker schauen. Aber damit war das dann auf jeden Fall unsere heutige Folge von Supply or Die. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und folgt uns auf Twitch, denn dort zocken wir den Modus ja, gerne auch öfters. Umso öfters ihr natürlich im Chat auch nach dem Modus fragt, umso öfters werden wir den natürlich dann auch zocken. Ist sowieso klar. Dementsprechend war schön, dass ihr wieder am Start wart. Dankeschön für eure Likes, eure Abos und natürlich auch gerne einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise